Weltordnung im Wandel von Ray Dalio. Vom Aufstieg und Fall von Nationen. In dieser Buchzusammenfassung nehmen wir Sie mit auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte und die aktuellen globalen Entwicklungen. Dabei betrachten wir die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Land der Superlative mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt und der stärksten Armee der Welt. Es beherbergt 8 der 10 besten Universitäten und prägt den Alltag vieler Menschen mit Unternehmen wie Google, Apple und Amazon. Die Freiheitsstatue, ein Symbol der Freiheit, lässt viele von uns ins Schwärmen geraten. Die USA sind zweifellos eine führende Nation in vielerlei Hinsicht. Doch die Geschichte lehrt uns, dass der Aufstieg von Weltmächten nicht unendlich währt. In der Vergangenheit sind viele Imperien aufgestiegen und wieder gefallen. Welche Faktoren bestimmen diesen Zyklus, in dem ein lange erfolgreicher Staat in der Versenkung verschwindet? Und was können wir aus diesen historischen Erkenntnissen für die Gegenwart lernen? Genau diesen Fragen widmet sich Ray Dalio in seinem Buch Weltordnung im Wandel von 2022, einem umfangreichen Werk von fast 700 Seiten. In diesen Kernaussagen zum Buch haben wir die zentralen Thesen für Sie zusammengefasst. Unsere Zusammenfassung ist dicht gefüllt mit Informationen und liefert Ihnen reichlich Stoff zum Nachdenken. Lassen Sie mich eine Sache klarstellen. Obwohl Ray Dalio als Investmentbanker bekannt ist, dreht sich dieses Buch nicht in erster Linie um finanzielle Anlagetipps. In der Tat nimmt der Autor gelegentlich eine kritische Haltung zum Kapitalismus ein. Stattdessen analysiert er verschiedene Weltreiche, angefangen bei den chinesischen Dynastien bis hin zu Großbritannien und darüber hinaus. In diesem Buch erfahren Sie, welche entscheidenden Faktoren den Aufstieg und Fall dieser Reiche geprägt haben. Dabei wird deutlich, dass diese Faktoren oft ähnlich sind und zu verschiedenen historischen Zyklen geführt haben. Im ersten Teil dieser Zusammenfassung gehen wir genauer auf diese Faktoren ein. Im zweiten Teil erkunden wir gemeinsam mit Ray Dalio, wo sich die USA in diesem Zyklus aktuell befinden und warum sie wahrscheinlich in absehbarer Zeit von China als führende Weltmacht abgelöst werden könnten. Dabei interessiert uns besonders, welche Auswirkungen dieser Wettbewerb auf Europa hat und ob wir uns möglicherweise Sorgen um Konflikte machen müssen. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise durch die Weltgeschichte und die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, während wir versuchen, Antworten auf diese wichtigen Fragen zu finden. Kernaussage 1: 4 Zyklen steuern den Aufstieg und Fall der Weltmächte. Wenn wir einen kurzen Blick auf die letzten 500 Jahre der Weltgeschichte werfen, tauchen 4 bedeutende Weltmächte auf. Im Jahr 1550 war Spanien zweifellos das reichste und mächtigste Land der Welt. Um 1650 erreichte das Niederländische Reich seinen Höhepunkt. Gegen 1850 gab es keine Nation, die mit der Macht und dem Einfluss Großbritanniens mithalten konnte. In den 1950er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war klar, die USA waren die führende Nation der Welt. Dieser vereinfachte historische Überblick macht die Entwicklung der Weltmächte scheinbar klar, doch die Realität ist komplexer. Denn nicht nur ein Zyklus bestimmt den Auf- und Abstieg von Weltreichen, sondern gleich mehrere. Dazu gehören der große Zyklus der Weltordnung, der Kreditzyklus, der innenpolitische Zyklus von Chaos und Ordnung, der außenpolitische Zyklus von Chaos und Ordnung. Diese Zyklen überlagern sich miteinander und können sich wechselseitig verstärken oder ausgleichen. In dieser Zusammenfassung werden wir uns nacheinander mit jedem dieser Zyklen befassen. Beginnen wir mit dem großen Zyklus der Weltordnung. Kernaussage 2: Der große Zyklus der Weltordnung. Der große Zyklus der Weltordnung ist ein entscheidender Faktor dafür, wann ein Land auf dem Weg zum Aufstieg oder Niedergang ist. Ray Dalio hat umfangreiche Untersuchungen angestellt, um die Faktoren zu identifizieren, die den Wohlstand und die Macht eines Landes beeinflussen. Durch computergestützte Analysen konnte er herausfinden, dass einige Schlüsselkriterien den Erfolg eines Landes maßgeblich beeinflussen. Dazu gehören Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsleistung, der Anteil am Welthandel, die Bedeutung als Finanzzentrum und die militärische Stärke eines Landes. Der große Zyklus der Weltordnung verläuft bei allen historischen Weltreichen in ähnlicher Weise. Lassen Sie uns diesen Zyklus anhand eines hypothetischen Beispiellandes, das wir der Einfachheit halber A-Land nennen, genauer betrachten. In den Anfangsjahren des Zyklus hat A-Land nur geringe Schulden. Es existieren keine großen Einkommensunterschiede und die politische Einigkeit in der Bevölkerung ist hoch. Eine starke Führung entscheidet sich für massive Investitionen in Bildung,
was zu gesteigerter Innovationsfreude, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit führt. A-Land gewinnt einen größeren Anteil am Welthandel und entwickelt sich zu einem offenen und wissbegierigen Land, das von internationalen Erfahrungen profitiert. Dies führt zu einem starken wissenschaftlichen Aufschwung. Die Wohlstandszunahme in A-Land ist signifikant und die Regierung investiert weiterhin in Infrastruktur und Forschung. Gleichzeitig stärkt A-Land seine militärische Präsenz. Ein internationales Finanzzentrum etabliert sich und die Landeswährung wird zur Reservewährung. A-Land erreicht seinen Höhepunkt in Bezug auf Macht und Einfluss. Diese Phase kann Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte andauern, wenn klug gehandelt wird. Doch irgendwann beginnt ein Teil der Bevölkerung in A-Land, den Wohlstand zu genießen und wird nachlässig. Schulden häufen sich an, die Einkommensunterschiede werden größer und politische Spaltungen vertiefen sich. Arbeitskräfte werden teuer und Jobs gehen ins Ausland verloren. Andere Länder, wie beispielsweise B-Land, übernehmen die Technologien und starten einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung. In A-Land steigt die Verschuldung weiter, Bildung und Infrastruktur vernachlässigen und der Wohlstand der Mehrheit schwindet. Die Wirtschaft in A-Land gerät in eine Krise, die Inflation steigt und die Währung verliert an Wert. Reiche Bürger verlassen das Land, politische Unruhen nehmen zu und die politische Ordnung bricht schließlich zusammen. Ein neuer Zyklus beginnt und ein anderes Land, vielleicht C-Land, steht in den Startlöchern. Dieser große Zyklus der Weltordnung zeigt, wie Nationen aufsteigen und fallen. Kernaussage 3: Der Kreditzyklus. Ein weiterer bedeutender Zyklus, den wir genauer betrachten, ist der langfristige Kreditzyklus, der in der Regel zwischen 50 und 75 Jahren dauert und folgendermaßen verläuft. Zu Beginn hat ein Land nur geringe Schulden und seine Währung ist stabil, oft durch einen festen Wechselkurs, der an den Goldpreis oder eine Leitwährung gekoppelt ist, unterstützt. Die Regierung gibt Banknoten aus, die einen festgelegten Wert haben. Doch im Laufe der Zeit beginnen sowohl die Bürger als auch der Staat, immer höhere Kredite aufzunehmen. Die Banken gewähren schließlich Kredite in einem Ausmaß, das ihre Reserven übersteigt. Irgendwann geraten die Schuldner in eine Situation, in der sie ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Oder die Produktivität hält mit den Schulden nicht Schritt. Dies führt zu einer Schuldenkrise. Infolgedessen wird die Währung abgewertet, beispielsweise durch einen steigenden Goldpreis oder eine Abkopplung von der Leitwährung. Die Zentralbank beginnt, frisches Geld zu drucken, was den Wert der Währung weiter mindert. Menschen verlieren das Vertrauen in die Währung und suchen nach sicheren Anlageformen wie Gold oder überweisen ihr Geld in Länder, in denen die wirtschaftliche Lage stabiler ist. In einigen Fällen kann es sogar zu Hyperinflation und einem Bankrun kommen, bei dem Sparer gleichzeitig ihre Einlagen abheben möchten. In solchen Krisen bricht das bestehende System zusammen und ein neues Vertrauenssystem muss eingeführt werden. Dies geschieht oft in Form einer neuen Währung, die wieder an den Goldpreis oder eine Leitwährung gekoppelt ist. Dieser langfristige Schuldenzyklus hat sich über Jahrtausende hinweg wiederholt. Die Ironie dabei ist, dass sich die Menschen oft in den letzten Phasen des Zyklus besonders sicher fühlen, da sie noch nie das Ende eines solchen Zyklus erlebt haben. Historisch gesehen ist jedoch sicher, dass auch Währungen wie der Euro und der Dollar irgendwann zusammenbrechen und durch neue Systeme ersetzt werden. Kurz gesagt, die Stabilität deiner Währung ist vielleicht fragiler, als du denkst. Dies sollte bei all deinen finanziellen Entscheidungen im Hinterkopf behalten werden. Kernaussage 4: Der Zyklus der inneren politischen Ordnung und Unruhe. Wenn wir in die Geschichte unseres Landes zurückblicken, erkennen wir oft längere Perioden des Friedens und Wohlstands sowie kürzere Episoden von Revolutionen und Konflikten. Aber was steckt dahinter? Ray Dalio nennt dieses Phänomen den Zyklus der inneren politischen Ordnung und Unruhe. Hierbei dreht es sich hauptsächlich um die Verteilung von Wohlstand und Macht. Manchmal spielen auch Ideologie und Religion eine Rolle. Aber im Kern geht es immer darum, wer was besitzt und Entscheidungen trifft. Dieser Zyklus erstreckt sich über etwa 100 Jahre und durchläuft verschiedene Phasen, die jedoch nicht zwangsläufig in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen. Es ist eher wie das Fortschreiten einer Krankheit, bei der der Patient geheilt werden kann und die Phasen unterschiedlich lang sein können. Die Symptome sind jedoch oft ähnlich. Während dieses Zyklus geschieht Folgendes. Zu Beginn entsteht eine neue Führung, die ihre Macht festigt.
Der Verwaltungsapparat wird erweitert und eine Phase des Aufschwungs beginnt. Es herrscht Frieden im Land. Die Menschen erzeugen Wohlstand durch Arbeit und Bildung ist weit verbreitet. Ein Beispiel dafür sind die USA in den 1950er und 1960er Jahren, in denen die Lebensqualität deutlich besser war als bei der vorherigen Generation. Diese Phase kann lange anhalten, wenn sie klug verwaltet wird. Aber irgendwann steigen die Ausgaben und die Produktivität sinkt. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst und die politische Einigkeit schwindet. Populismus und Extremismus gewinnen an Bedeutung. Es entstehen Blasen des Wohlstands, was oft als spätrömische Dekadenz beschrieben wird. Die reiche Oberschicht gibt immer mehr Geld aus, ohne produktiv zu sein, was die Inflation steigert. Da die Preise steigen, sparen die Menschen mehr und die Regierung vernachlässigt die Infrastruktur und Bildung. Die Folge ist ein Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit des Landes und eine wachsende finanzielle Krise. Das Land wird zu einem Pulverfass. Ein einziger Auslöser wie eine Demonstration oder eine Naturkatastrophe kann zu einer Eskalation führen. Allerdings ist dieser Verlauf nicht unvermeidlich. Einige Länder haben es geschafft, sich durch kluge Regierungsführung aus dieser Phase zu befreien, indem sie strikte Sparmaßnahmen und gezielte Investitionen umsetzten. Wenn dies nicht gelingt, kann es zu Revolutionen oder Kriegen kommen. Eine neue Führung übernimmt dann die Macht und der Zyklus beginnt von vorne. Verschiedene Länder durchlaufen diesen Zyklus zu unterschiedlichen Zeiten. Dalio argumentiert, dass die USA sich am Ende dieses Zyklus befinden, während China sich noch in einer frühen Phase des Aufstiegs befindet. Es gibt Warnzeichen, die darauf hinweisen, dass ein Land sich dem Ende des Zyklus der inneren politischen Ordnung und Unruhe nähert. Dies sind zunehmende Ungleichheit, politischer Extremismus, wachsende Bürokratie und abnehmendes Wirtschaftswachstum. Ein weiteres Warnsignal ist, wenn Anhänger verschiedener politischer Strömungen keine gemeinsame Grundlage mehr finden. Auch der Verlust von Regeltreue auf allen Ebenen der Gesellschaft deutet darauf hin, dass sich der Zyklus seinem Ende nähert. All diese Anzeichen sind in den USA heute erkennbar. Wir sehen also, wie eng Wirtschaft und Politik in diesen Zyklen miteinander verwoben sind. Kernaussage 5: Der Zyklus der außenpolitischen Ordnung und Unruhe. Parallel zum innenpolitischen Zyklus, den wir gerade betrachtet haben, existiert auch ein Zyklus der außenpolitischen Ordnung und Unruhe. Dieser Zyklus folgt einem ähnlichen Muster, wobei der entscheidende Unterschied darin besteht, dass in der Außenpolitik die Regeln oft weniger streng sind und die Machtverhältnisse schneller zu Konflikten führen können. In der internationalen Politik wechseln sich Perioden des Friedens und des Wohlstands mit solchen des Krieges und der Unruhe ab. Ray Dalio unterscheidet jedoch zwischen verschiedenen Arten von Konflikten. Handels- oder Wirtschaftskriege, die oft durch Sanktionen und Zölle ausgetragen werden. Technologiekriege, die sich auf den Wettlauf um Technologieentwicklung und Kontrolle konzentrieren. Kapitalkriege, bei denen Nationen versuchen, gezielt die Währung anderer Länder zu schwächen. Geopolitische Kriege, die territoriale Konflikte umfassen, jedoch vorwiegend diplomatisch gelöst werden. Militärische Kriege, die den Einsatz militärischer Gewalt beinhalten. Militärische Kriege brechen normalerweise erst aus, nachdem eine oder mehrere der anderen Formen der Auseinandersetzung zwischen den beteiligten Staaten stattgefunden haben. Oftmals geschieht dies nur, wenn es um existenzielle Fragen geht, die die Grundwerte der Bevölkerung eines Landes bedrohen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie Kriegsphasen des Umbruchs und lange Friedenszeiten sich abwechseln, wie es beispielsweise in Europa der Fall war. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 wurde von einer langen Friedensperiode bis zu den Napoleonischen Kriegen um 1800 abgelöst. Erst im 20. Jahrhundert kam es zu den beiden Weltkriegen. Wie hängen nun der innenpolitische und der außenpolitische Zyklus zusammen? Grundsätzlich ist es einfach: je schlechter die Lebensbedingungen für die Menschen sind, desto aggressiver sind sie und desto eher neigen sie dazu, Kriege zu beginnen. Das bedeutet, wenn ein Land am Ende des innenpolitischen Zyklus steht, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich der außenpolitische Zyklus seinem oft gewalttätigen Höhepunkt nähert. Kernaussage 6: Für eine solide Anlagestrategie ist es entscheidend, den aktuellen Stand der Zyklusphasen im eigenen Land zu kennen. Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen: es gibt den großen Zyklus der Weltordnung, den Kreditzyklus, sowie den innenpolitischen und den außenpolitischen Zyklus von Chaos und Ordnung. Diese Zyklen sind eng miteinander verwoben
und zu einem gegebenen Zeitpunkt können verschiedene Länder sich in unterschiedlichen Phasen befinden. Jetzt magst du dich fragen, wenn Ray Dalio ein Hedgefondsmanager ist, sollte sein Buch doch sicherlich einige wertvolle Anlagetipps enthalten, oder? Tatsächlich finden sich auf den fast 700 Seiten keine konkreten Empfehlungen. Stattdessen bietet es zahlreiche Hinweise, über die man nachdenken sollte. Zum Beispiel, die meisten Anleger machen sich Gedanken über den Wert ihrer Aktien. Doch vielleicht sollte man eher die Entwicklung der eigenen Währung im Auge behalten. Denn 1 Million Euro in Aktien nützen wenig, wenn der Preis eines Apfels genauso hoch ist. Im Hinblick auf die Zyklen ist es ratsam, sich umfassend zu informieren und die Lage sorgfältig zu analysieren. Die meisten Anleger verkaufen oft erst inmitten einer Panik. Doch zu diesem Zeitpunkt ist es oft zu spät, um noch einen guten Preis zu erzielen. Eine Faustregel für das Ende der großen Zyklen. Kriege oder Bürgerkriege kommen meist überraschend. Oft realisiert man die Ernsthaftigkeit der Lage erst, wenn man bereits darin verwickelt ist und der Staat Vermögenswerte konfisziert. Daher ist es grundsätzlich ratsam, das Portfolio zu diversifizieren, auch international. Falls du denkst, dass ein großer Zyklus seinem Ende entgegengeht, sollte dein Vermögen möglichst rasch in sicherere Anlagen umgeschichtet werden. Jetzt beenden wir unsere kleine Lektion über Geschichte und Anlagestrategien. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die aktuelle Weltpolitik. Wir werden zunächst den Stand der USA in den Zyklen betrachten und dann einen Blick auf China werfen. Abschließend werden wir darüber nachdenken, welche Auswirkungen die Position beider Länder auf unsere Zukunft haben könnte. Kernaussage 7. Die Vereinigten Staaten steuern auf einen möglichen Niedergang zu, der jedoch durch eine weise Führung abgewendet werden könnte. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg markierte den Beginn der goldenen Ära der Vereinigten Staaten. Auf der Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen in Bretton Woods im Jahr 1944 wurde der US-Dollar, der an Gold gebunden war, zur führenden Reservewährung ernannt. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg des wirtschaftlichen Einflusses der USA weltweit. Bis zum Ende der 1960er Jahre verzeichneten nahezu alle Aktienkurse US-amerikanischer Unternehmen einen Aufschwung. Die Bürgerinnen und Bürger freuten sich über den Besitz von Kühlschränken und Autos, während sie über ihre Fernseher Zeugen davon wurden, wie Astronauten die US-Flagge auf dem Mond hissten. Dennoch begannen die großen Handelsüberschüsse der USA Ende der 1960er Jahre zu schrumpfen. Deutschland und Japan entwickelten sich zu international erfolgreichen Wirtschaftsnationen. Sowohl das spektakuläre Weltraumprogramm als auch der Vietnamkrieg verschlangen erheblich mehr Geld, als sich die USA eigentlich leisten konnten. Den US-Regierungen schien das jedoch gleichgültig zu sein, da sie inzwischen daran gewöhnt waren, beliebig hohe Ausgaben zu tätigen. Schon 1970 schwächelte die US-amerikanische Wirtschaft und der Wert des Dollars sank. Die US-Regierung und die Zentralbank ignorierten diese Alarmsignale fast ein Jahrzehnt lang. Erst im Jahr 1979 lösten sie die Bindung des Dollars an den Goldpreis und begrenzten das Wachstum der Geldmenge. Mit Erfolg. In den 1980er und 1990er Jahren erlebten die Börsen und die Wirtschaft einen Boom. Dennoch wirtschafteten die USA aus internationaler Sicht nicht nachhaltig. Innerhalb der USA zeigten sich langsam die ersten Anzeichen eines Niedergangs. Schuldenfinanzierte Boomphasen traten häufiger auf und platzten dann wie Seifenblasen. Die erste dieser Blasen, die im Jahr 2000 platzte, war die Dotcom-Blase, gefolgt von der Immobilienkreditkrise im Jahr 2008. In den letzten Jahren häufen sich die Anzeichen für ein Land, das sich dem Ende seines großen Zyklus nähert. Die soziale Ungleichheit nimmt zu, politischer Populismus und Extremismus werden stärker. Die Amtszeit von Donald Trump verschärfte diese Situation noch. Während seiner Präsidentschaft verlor das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Medien, die politischen Gräben vertieften sich. Außerdem verfolgte Trump eine aggressive internationale Politik und führte einen Handelskrieg mit China. Wie bereits erwähnt, besteht die Möglichkeit, das Ruder auch in dieser Phase des großen Zyklus herumzureißen. Jedoch erfordert dies eine kluge und umsichtige Führung. Die Frage ist, ob dies gelingen wird oder ob die Vereinigten Staaten an einem Wendepunkt stehen. Kernaussage 8. Chinas Aufstieg kann für uns ein inspirierendes Vorbild sein, vorausgesetzt, wir sind bereit, unsere Vorurteile zu überwinden. Währenddessen erlebte China ab den 1970er Jahren einen Aufschwung in allen Bereichen, die Ray Dalio als entscheidend für den Erfolg eines Landes identifiziert hat. Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsleistung und Welthandel.
Heute ist China auf dem besten Weg, die USA in Bezug auf Handel und Wirtschaftsleistung zu überholen, obwohl es in Bereichen wie Bildung und Militär noch hinter den Vereinigten Staaten liegt, aber aufholt. Wie ist das möglich? Einige Faktoren wie die chinesische Kultur und Moral spielen sicherlich eine Rolle, doch scheinen diese von Entscheidungsträgern und Medien im Westen oft missverstanden zu werden. Stattdessen wird China oft als totalitärer kommunistischer Überwachungsstaat dargestellt. Während daran sicherlich etwas Wahres ist, verhindert diese pauschale Betrachtungsweise oft, dass westliche Entscheidungsträger von Chinas Erfolg lernen könnten. Es ist an der Zeit, dass wir anerkennen, dass Chinas Mischung aus Kommunismus und Kapitalismus in den letzten 4 Jahrzehnten erstaunliche Ergebnisse erzielt hat. Es ist an der Zeit, aufzuhören, beim Wort Kommunismus sofort an Gulags und Hungersnöte zu denken. Ray Dalio ist kein Ideologe, er betrachtet diese Frage pragmatisch. Wenn in einem Land etwas besser funktioniert als bei uns, warum sollten wir dann nicht davon lernen? Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass die chinesische Kultur erheblich anders ist als die US-amerikanische. Hierarchie und Respekt sind in China wichtiger, persönliche Freiheit weniger wichtig als in den USA. Chinesen legen Wert auf langfristige Planung und das Politbüro plant für Jahrzehnte im Voraus. Welche westliche Regierung kann dasselbe von sich behaupten? Ein weiteres Beispiel. Chinesische Minister setzen klare Leistungsziele bei Amtsantritt und treten zurück, wenn sie diese nicht erreichen. Könnte das nicht auch im Westen eine sinnvolle Praxis sein? China ist anders als die USA und ist mit sich selbst zufrieden. Die USA hingegen versuchen oft, ihre Werte der ganzen Welt aufzuzwingen. Aber was, wenn persönliche Freiheit kein universeller Wert ist, sondern eher ein westlicher Wert, den wir anderen Kulturen nicht gewaltsam aufdrängen sollten? Es ist wichtig, über solche Fragen nachzudenken, besonders in einer Zeit, in der die USA möglicherweise an Einfluss verlieren und Chinas Aufstieg hervorsticht. Ein eurozentrisches Überlegenheitsdenken könnte uns schnell an den Rand eines dritten Weltkriegs führen. Kernaussage 9. Die USA und China stehen im Wettbewerb und es besteht das Risiko einer Eskalation bis hin zu einem Krieg. Wir sehen also die USA auf dem absteigenden Ast und China, das immer stärker wird. Wenn dieser Trend anhält, wird es unweigerlich eine neue Weltordnung geben. Aber wann und wie wird sich diese entwickeln? Eine alarmierende Entwicklung ist der bereits existierende Handelskrieg zwischen den beiden Nationen. Beide Länder haben Zölle und Importbeschränkungen für Waren des jeweils anderen Landes eingeführt. Handelskriege werden besonders gefährlich, wenn sie ein Land von lebenswichtigen Importen abschneiden. Beispielsweise wäre es ein deutliches Eskalationssignal, wenn die USA aufhören würden, Öl nach China zu liefern oder wenn China den Verkauf von US-amerikanischen Autos verbietet. Die USA scheinen in diesem Machtspiel aggressiver aufzutreten, was auch mit ihrer möglichen Annäherung an das Ende ihres großen Zyklus zusammenhängt. Die wachsende soziale Ungleichheit fördert politischen Populismus, bei dem Bürger, die sozial absteigen oder vor Armut Angst haben, nach einfachen Lösungen suchen. Für diese Menschen ist es attraktiv, die eigene schwierige Lage auf externe Sündenböcke abzuwälzen. Daher stimmten einige für Donald Trump, der behauptete, die Chinesen seien für die wirtschaftlichen Probleme in den USA verantwortlich und auf eine Verschärfung der Handelsrestriktionen drängte. China hingegen verhält sich international zurückhaltender und versucht, Allianzen zu schmieden. Ein Beispiel dafür ist die massive Investition in den Ausbau der neuen Seidenstraße, eines Infrastrukturnetzwerks zwischen China, Afrika und Europa. Die Länder, die von diesen Investitionen profitiert haben, würden wahrscheinlich eher auf Chinas Seite stehen, falls es tatsächlich zu einem Krieg zwischen den beiden Großmächten kommen sollte. Es ist derzeit schwer vorherzusagen, wer einen solchen Krieg gewinnen würde. Ray Dalio ist jedoch der Meinung, dass die größere Gefahr derzeit von den USA ausgeht. Die Frage nach einer neuen Weltordnung könnte sich also in den Köpfen der US-Amerikaner entscheiden. Wird es ihnen gelingen, China als souveränen Staat mit völlig unterschiedlichen Wertvorstellungen zu akzeptieren? Vielleicht sogar die positiven Aspekte des anderen Systems zu erkennen und davon zu lernen? Wenn ja, könnten sie nicht nur einen verheerenden Krieg verhindern, sondern auch ihr eigenes Land vor einer ernsthaften Krise bewahren. Zusammenfassung zum Buch Weltordnung im Wandel von Ray Dalio. Die Betrachtung historischer Zyklen und des Schicksals ganzer Nationen ermöglicht jedoch eine Art Vogelperspektive. Dies ist jedoch keine einfache Aufgabe, da diese Zyklen oft viel länger dauern als ein menschliches Leben. Daher kann das, was wir für unsere aktuelle Lebenszeit als wahr und stabil erachten, in einer globalen oder historischen Perspektive anders aussehen.
Beispielsweise fühlen sich die Menschen in Europa oft sicher in ihrer politischen und wirtschaftlichen Lage. Betrachtet man jedoch die Geschichte, erkennt man, dass Währungen, Bündnisse und sogar ganze Länder im Laufe der Zeit verschwinden können. Dies mag zwar schwer vorstellbar sein, aber es ist durchaus möglich. Die Entstehung einer neuen Weltordnung geht oft mit Chaos, Kriegen und Leiden einher. Dennoch führt sie langfristig oft zu positiven Entwicklungen. Die großen Zyklen tragen zu gesellschaftlichem Fortschritt bei und selbst die dramatischsten Umbruchphasen haben zur Entwicklung von Wissenschaft, Gesundheitswesen, Transportmitteln und Kommunikationstechnologien beigetragen. Grundsätzlich ist dieser Prozess eine Form der Evolution, bei der diejenigen überleben, die sich am besten anpassen können. In diesem Zusammenhang stehen die USA heute vor der Frage, ob sie sich anpassen und überleben können. Oder ob sie an ihren Traditionen und Standpunkten festhalten und damit das Risiko ihres eigenen Untergangs eingehen. Abschließend lädt der Text den Leser ein, sich selbst zu fragen, wie er reagieren würde, wenn seine Welt plötzlich auf den Kopf gestellt würde. Wäre er neugierig und aufgeschlossen für Veränderungen oder würde er seine eigenen Vorstellungen und Überzeugungen bis zum Äußersten verteidigen? Die Antwort auf diese Frage könnte entscheidend dafür sein, wie man in einer sich wandelnden Weltordnung zurechtkommt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!